Ja, dann sind wir geht schon los. Runde. Die Hand ist solide, die wollen wir nicht malen können. Sind wir einfach dran. Was sagst du? M11 sealed, Player drauf. Es kommt drauf an. Kommt das Deck drauf an? Ja, wird schon sein. Also wenn wir das aggressive Weiße gespielt hätten, dann würden wir wahrscheinlich anfangen wollen. Auf jeden Fall. Tja, dann holen wir uns was. Im Mountain, ja. Dann können wir nächste Runde einen Pinger legen. Ja. Was macht der? Also. Hat er End of Turn geflasht, oder? Ja, schaut irgendwie so aus. Oben, wir haben ein Blinding-Match gezogen. Spielen wir einen Pinger aus, oder? Ja, ich würde auf jeden Fall einen Pinger spielen. Greif mal an. Gute Frage. Nein, legen wir Pinger. Nein, eher nicht. Aber dann greift er natürlich an. Ja. Vermutlich. Okay. Dann soll er. Weil wir können mit dem Pinger blocken. Das wäre die gute Variante, ja. Wenigstens spielt da Greedy dreifarbig. Aber wir spielen Naya. Das war bei den Nationals schon gut. Ja. So, jetzt gehen ihm schon die Dinger aus die Solutions. Schaut, dass wir keine Golden Flail haben. Mist. Also wenn er das Splash nachher ist. Ja, legen wir die Spinne. Aber ich habe gegen das Deck irgendwie lieber, dass wir den. Okay, mal hauen. Ja. Oh, ein Troll. Tja. Blending Mage, go. Das ist natürlich jede Farbe, die man ziehen gut. Ja. Ich hätte es gern, ich hätte es lieber Land gehabt. Hm? Das ist wie ein Drachen. Ja. Legen wir einen Palace Guard. Gehen wir mit der Spinne hauen, mit Body, oder? Ja. Oder vielleicht hat er, das könnte er haben, Pump. Greifen wir gleich mit ihm an, oder? Oder irgendwas. Ich hätte jetzt eher auf, hätte jetzt eher auf einen Counter geschätzt. Und um einen Pump herumspielen ist halt auch blöd, weil irgendwann kommt er auf jeden Fall. Ja. Was holen wir uns für ein Land? Das Rote oder das Grüne? Schauen wir mal, was er sich tut. Blau, Mind Control. Die Sau. Einfach mal abwarten, was er macht. Ja, mit Tappen immer mal sein. Das ist auf jeden Fall clever. Wenn er zum Beispiel ein Mind-Control spielt, nachher werden wir uns wahrscheinlich eher das Grüne suchen. Okay. Ja, jetzt ist die Frage. Ja, wir können entweder Sarah Angel oder Drache spielen. Also wenn wir den, wenn wir uns das Rote suchen, dann haben wir, dann können wir drei von vier. Und das Grüne kriegen wir auf jeden Fall, sollten wir eigentlich kriegen, ja. Also wir haben noch 7 Forests drin.
Ja, ist ja dann mit was? Mit was fangen wir an? Ja, jetzt greifen wir mal an. Ja, da würde dann nichts machen, schätze ich. Was ist uns lieber? Sagen wir, er hat jetzt eine Mana League. Was soll er dann eher countern? Ein Drachen, weil er hat Vigilance. Ah. Drache sucht uns die Box. Ich spiele mal einen Engel. Da hat er nichts. Ich finde es ein bisschen eigenartig, dass er für das Quark, für das Sickness schwarz splasht. Mhm. Ich weiß nicht. Vielleicht spielt er heavy schwarz, aber. Aber er hat sich mit dem Ding die zweite blaue gesucht, mit dem Terramorphic. Ja. Death Touch. Okay. Das ist die Frage: Wir können natürlich mit dem Slime ein schwarze hinmachen oder das zweite blaue und dann mit dem abtauschen. Ich kann mal mit England. Oder einen Drachen legen. Wir könnten ihn. Also wir könnten den Drachen legen, der Pelleskart blockt dann nächste Runde Bade. Ja. Und dann greifen wir Druck an und dann schaut es schon nicht so schlecht aus. Okay, Drache. Und lassen uns das Hornets Ding offen, oder? Hm. Wäre es natürlich super, wenn wir uns jetzt einen Juggernaut oder so suchen könnten. Die Box ist jetzt nicht so schlecht. Naja. Habe ich als Tutor Target ganz gern. Man hat jetzt halt, was hat er. Das da hat er in schwarz und Assassinate hat er in schwarz. Ja, das blockt der Palace gerade mal. Ich kann mir sogar die Reihenfolge festlegen. Und dann bin ich gespannt, was er legt. Spinne. Grave-Digger. Auf. Sylvan Ranger. Aber das ist jetzt schon mal noch nicht so strong. Sucht sich ein grünes. Mhm. Okay. Giant Growth haben wir gewonnen. Ja. Aber das Spiel hat ohne Giant Growth jetzt auch nicht unbedingt so schlecht ausgeschaut, ne? Muss man sagen. Also er hat einen Fock. Bumm. Und tot.